So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Und ihr kennt alle sicherlich den Moment, ihr wollt Silvester feiern, ihr ladet Gäste ein, die Gäste, die haben einen eigenen Kopf. Die Gäste, die bringen immer Sachen mit, die sie gar nicht mitbringen sollen. Schon ist der ganze Kühlschrank voll und ihr wisst nicht, was ihr damit machen sollt. Aber da habe ich euch heute was mitgebracht, einen Tipp für die Resteverwertung aller Ramses. Und zwar bezieht sich das hier auf diese Würstchen. Vielleicht habt ihr die schon mal gesehen. Eberswalder Würstchen Spitzenqualität. Da hat die Wanni sich nämlich gedacht, wenn wir Pizzabrötchen machen, sie nimmt ihre einfach mit Würstchen. Warum auch immer, Frauen und Würste, das ist so eine Sache für sich. Ohne Pelle, glutenfrei, laktosefrei und wie immer auch geschmacksfrei, sage ich. Haben auf jeden Fall, sind es diese in den Mund und weg sind die, ne? Die kann man gar nicht essen, also die flutschen einfach hinter. Jetzt hatte ich mehrere Packungen von diesen Würstchen bei mir im Kühlschrank liegen und habe gedacht, was mache ich damit? Wie soll man die denn essen? Was isst man da dazu? Und dann habe ich gedacht, mache ich einfach mir einen Hotdog. Aber nicht irgendein Hotdog, sondern den Ramses-Dog, ne? Wie das eben so ein echter Ramses machen würde. Zuerst braucht ihr mal hier so eine Tüte. Die gibt es überall beim Bäcker, im Supermarkt, überall, wo es auch einen Backshop gibt. Das ist aber auch ein kompliziertes Wort. Nehmt ihr auf jeden Fall so eine Tüte. Und wenn ihr die Tüte mit rausnehmt, ist da meistens auch was drin. In dem Fall haben wir hier einen Brötchen. Das sind sogar zwei Brötchen in einem Brötchen. Die könntet ihr hier theoretisch jetzt auseinanderziehen und dann Enten füttern, Leute bewerfen. Oder ihr nehmt euch das mit einem grünen Griff und einer Klinge. Man nennt es, glaube ich, auch Messer. Damit könnt ihr das Brötchen also aufschneiden. Ihr geht einmal hier rein bis runter. Dann seht ihr schon, wie die Krümel neben den Teller fallen und alles voll wird. Dann dreht ihr das so lange, bis das Messer rausflutscht und euch halb in die Hand gleitet. Adi, jetzt ist er schon wieder runtergefallen. Dann, wie von Zauberhand, könnt ihr das Brötchen nehmen und habt plötzlich zwei Hälften. So, abgesegnet, wunderbar, der randaliert schon wieder. Mütze richten, nicht vergessen. Dann gibt es einen Trick, Bisa Fan TV würde sagen, einen Lifehack. Ihr nehmt nämlich diese grüne Griffmesser-Attrappe-Klinge, setzt hier einen Schnitt an bei der Packung in der Mitte. Einfach so einmal runter. Oh, alles ist gut. Dann könnt ihr hier diese Würstchen rausnehmen. Ihr nehmt, was ist das denn? Da habt ihr wohl in die Wurst geschnitten. Dann nehmt ihr so ein, nein. Dann nehmt ihr auf jeden Fall so eine, nein. Dann nehmt ihr so, Dann nehmt ihr so eine Wurst, legt die da auf das Brötchen drauf. Dann nehmt ihr noch so eine Wurst, legt ihr daneben auch auf dasselbe Brötchen. Ihr habt auch eine dritte Wurst auf der einen Seite, nachdem ihr die drei Würste draufgelegt habt und die Katze immer noch da ist. Hier, die kann so lang euch in den Finger beißen. Aua. Nehmt ihr die andere Seite von den Würstchen, legt die wie in einer Pyramide, aber zwischen die drei Würste dazwischen, dass das sich stapelt. Und ihr seht, dass hier nur zwei waren. Also geht ihr zurück auf die andere Seite, weil da war doch noch eine vierte drin. Dann nehmt ihr die vierte Wurst, tut der Katze mal das Wurstpapier ins Gesicht, da freut ihr sich richtig sehr. Legt die letzte Wurst noch auf das Brötchen drauf. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Hier ist also das Papier, da ist die Katze und wenn die Katze, die freut sich immer, wenn sie da das Papier kriegt. So, hier. So sieht das dann also aus. Manche sagen ja immer, ich möchte einen Hotdog und da sind dann immer keine Würstchen drauf. Oder manchmal sind da zwei Würstchen drauf. Ein echter Ramses-Dog hat insgesamt also 3, 4, 5, 6 Würste. Alternativ könnt ihr das Ganze noch mit Käse belegen. Wir ernähren uns aber gesund und wir essen keinen Käse. Hier, tu dir wieder an die Katze, die freut sich dann. Hier ist noch ein Brötchen drin, weil manchmal isst die Katze ein Brötchen und dann habt ihr keins mehr. In dem Fall habt ihr euer Brötchen für euch und den Rest tut ihr auch wieder zu der Katze. So, jetzt könnt ihr euer Brötchen nehmen.
stell euch mal dahin. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Ihr seht, die Würste sind richtig schleimig und ihr habt ordentlich einen schönen großen Hotdog. Dann nehmt ihr das Brötchenoberteil, tut es auf das andere Brötchen und dann fällt die Wurst runter. Das soll natürlich nicht passieren, also Vorsicht, schiebt das wieder zusammen. Ihr müsst immer aufpassen, dass ihr da 3, 2, 1 habt. Wenn ihr nicht guckt, geht das einfacher. Da kann ich nämlich dann mit der Hand das festhalten und das dann zusammendrücken. So, jetzt habt ihr das Brötchen zusammengedrückt und habt einen richtigen Ramses Dog. Das ist ein Hotdog auf die spezielle Art und Weise. Mit, ohne Käse, ihr könnt den aber auch ohne mit Käse machen. Wie ihr das gerne möchtet. Alternativ Senf oder Ketchup oder Mayonnaise oder was es nicht so alles gibt. Macht einfach alles drauf, was ihr mögt. Macht auch mal Gurken und Tomaten drauf und Zwiebeln und Weißkraut und... Oder kauft euch einen Hotdog von jemandem, der sie lecker macht. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Ramses Kitchen. Und keine Ahnung, warum diese Folge anders war als die anderen. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ich bin lustig. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace. Ich glaube, das liegt an dem Hemd einfach nur. Das Hemd, sowas zieht doch kein normaler Mensch an. Und deswegen war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Ramses Kitchen. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Euer Ramses.